So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir wollen mal wieder eine Shiny-Entwicklung durchführen. Und nicht nur das, wir wollen auch den Pokédex gleich vervollständigen mit Lucky, mit männlich, mit weiblich, mit Shiny, mit allem drum und dran. Ihr seht jetzt den Vorher-Nachher-Effekt dann bei Zwirrfinst. Manche haben vielleicht noch gar keinen Zwirrfinst entwickelt. Wir haben eins entwickelt. Ich hatte damals mein 100%iges entwickelt. Das war ein männliches. Seitdem sah es ein bisschen karg, kahl aus, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ziemlich leer. Ihr seht, da ist kein Glückseintrag, da ist kein Shiny-Eintrag. Das Weibliche ist nicht da. Das wollen wir jetzt aber ändern. Deswegen gehen wir hier mal raus und geben mal in der Suche ein Zwirr. Na? Z-W-R. Und da haben wir. Also hier habt ihr das. Männliche, 100%ige, was wir entwickelt haben. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wir haben ja hier ein Zwirrlicht als Shiny. Das habe ich, glaube ich, aus einem Ei bekommen. Genau, das habe ich aus einem Ei beim Community Day bei dem einen. Das brauchen wir jetzt aber nicht entwickeln zum Zwirrklopp, weil wir haben ja schon zwei Zwirrklopp. Und ich möchte natürlich das höchste Shiny Zwirrklopp nehmen und zum Shiny Zwirrfinst machen. Und das passt perfekt, weil ihr seht, das hier hat nicht so viele, so hohe WP und ist auch ein männliches. Das männliche würde mir jetzt aber nichts nützen, da das schon ein männliches ist. Somit hätte ich zwar den Shiny-Eintrag, aber ich hätte nicht den weiblichen Eintrag. Bei dem ist es anders. Das ist Shiny und das ist weiblich. Deswegen können wir das jetzt entwickeln mit einem Sinnoh-Stein, damit wir eben diese zwei Einträge gleich mit einmal wieder voll bekommen. Das ist genial, so muss man es machen. Das habe ich, glaube ich, beim Kramchef-Video schon versucht zu erklären. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr nämlich vier Stück entwickeln. Einmal wild drauf los, da habt ihr vielleicht ein männliches. Dann müsst ihr einmal, damit ihr das weibliche habt. Dann einmal, damit ihr das shiny habt. Dann einmal, damit ihr das lucky habt. Aber wenn ihr das so macht und achtet darauf, dass vielleicht das Lucky männlich ist und das Shiny weiblich, müsst ihr also nur zwei entwickeln und habt sofort alle vier Einträge. 1664 haben wir jetzt und hier seht ihr auch nochmal den Unterschied. Das ist also Shiny, das ist normal, das ist Shiny, das ist normal. Das eine hochgezogen, das andere nicht. Jetzt haben wir also den Shiny und den weiblichen Eintrag und wir wollen uns auch noch den Lucky-Eintrag holen. Deswegen ballern wir nochmal 100 Bonbons raus. Wir haben ja genug und noch einen Sinnoh-Stein hinterhergeschmissen. Auch wenn ich bestimmt schon seit einem halben Jahr kein PvP mehr gemacht habe. Solange ist das noch gar nicht draußen. Aber gefühlt ein halbes Jahr. Am Anfang hat man da vielleicht eine Woche lang mal seine Kämpfe gemacht. Dann einfach gar nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr noch regelmäßig kämpft. Aber meine Sinnoh-Steine sind meistens vom Quiegeltag noch übrig. Und jetzt schauen wir nochmal zum Vergleich in den Pokédex, denn jetzt haben wir ja alles. Wir haben hier das normale Zwirrlicht. Wir haben kein normales Zwirrklopp, sehe ich gerade. Das ist schade, da muss ich mir mal wieder ein normales Zwirrlicht fangen und das noch entwickeln, dass ich wirklich von jeder Stufe und jedem Teil ein was da habe. Jetzt gehen wir in den Pokédex, schauen mal nach. Das war ziemlich weit unten, glaube ich. Genau, jetzt Zwirrfinst. Da gehen wir drauf und jetzt seht ihr auch den Unterschied, denn jetzt habt ihr männlich, ihr habt männlich shiny, ihr habt weiblich shiny und ihr habt den Lucky Hintergrund, der Lucky Deck somit auch gefüllt und das ist wieder Vorher-Nachher-Effekt. Das sieht gut aus, so will man das haben. Immer alle Geschlechter, alle Shiny-Formen, alles wunderbar. 100% Pokédex-Eintrag sozusagen. Macht ihr das auch so? Wollt ihr das auch so haben? Wie sieht es bei euch aus? Dann habt ihr das so wie ich. Dann schreibt es mal in die Kommentare oder macht ihr euch da nichts draus. Das war es aber von meiner Seite aus. Hier ging jetzt, glaube ich, noch ein Fünfer aus, auf. Ja, da läuft noch einer. Da 12.07 Uhr am Bahnhof. Da wollen wir nochmal was ganz Besonderes machen. Wir gehen nämlich jetzt mal kurz hier in meine Liste rein. Suchen den Bahnhof. Bahnhof, tragen das auch ein. 12.07 Uhr. 12.07 Uhr Bahnhof. Fünfer Raid, lass mal einfach stehen. Brauchen wir jetzt nicht. Es gibt ja eh nur einen Fünfer momentan. So ist eingetragen. Wunderbar. Da freuen sich die anderen Stimmen. Da können sie nämlich wieder einen Raid machen.
Ich habe heute meinen schon erfüllt. Habe ich auch in ein Video reingeschnitten, aber das ist schon wieder 100 Jahre her, wenn ihr das seht. Also scheißegal. War das jetzt überhaupt richtig? Das ist auch 12:07 Uhr. Genau. Oh, die gehen gleichzeitig auf. Brücke der Technik, was die X-Ray Arena ist, und der Bahnhof. Und da an der Brücke der Technik habe ich heute früh meinen Fünfer gemacht. Deswegen kann da die nächste Einladung kommen. Das war's aber von meiner Seite aus jetzt. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.